ihr Lieben. Ich war hier aus Sportpark Freiburg. Ich mache jetzt für euch eine Mobility-Flow-Stunde. Ja? Das ist ein bisschen anders, als wir hier normalerweise machen, so wie im Body Art. Ja? Das Ziel ist jetzt hier wirklich die Gelenke und die Muskulatur ein bisschen zu stärken und ein bisschen zu trainieren. Ja? Und manchmal ein oder andere Spannung zu lösen. Okay, das Fokus heute ist sehr viel auf Hüftegelenk und die Brustkorb. Ja? Natürlich werden wir verschiedene Gelenke mobilisieren, aber der Fokus wird ein bisschen mehr auf die zwei Bereiche. Okay, so viel Spaß. Komm bitte auf den Boden. Was du brauchst, ist nur eine Matte. Oder wenn du bei dir auf einem Teppich zu Hause bist, das ist auch gut. Okay, unsere erste Übung, du startest hier. Öffne deinen Brustkorb, wird hier lang. Gut. Und öffne die Hüfte, die Füße ein bisschen breiter als die Hüfte. Schwing die Beine nach rechts und zurück und nach links. Nochmal ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Wir machen nur, wir starten hier und wir machen ein paar Übung erstmal hier im Stehen, erstmal hier im Sitzen und danach wird die Übungen später nochmal gemacht in eine Flow. Okay? Super. Alles gut? Gut. Wenn für dich in Ordnung ist, heb die Arme hoch oder hier. Und du machst das gleiche wieder. Du gehst nach rechts und nach links. Alles klar? Jeder in seinem Level. Wenn das für dich nicht möglich ist, darfst du natürlich die Hände hier absetzen. Oder wenn du noch mehr willst, kannst du hier machen. Nochmal. Und wieder zurück. Die Füße bleiben, die drehen nur auf den Außenkanten, Innenkante. Und wieder zurück. Jeder in seinem Level. Du kannst hier auch ganz gemütlich. Ja? Hier. Und hier. Super. Macht weiter. Oder hier. Gut. Okay. Bleib in der Mitte. Jetzt, wir bringen die Beine, die Knie nach rechts und du bleibst hier. Richte deine Brustkorb, atme aus, komm tief. Und wieder ein. Und aus. Und wieder ein. Wenn du willst, kannst du hier auch natürlich ohne Arm, ja? Wenn das für dich möglich ist. Atmen aus und ein. Die letzten. Gut. Die letzte Runde. Bleib hier. Super, komm wieder zurück. Und wir wechseln wieder nach links. Zurück nach rechts. Nach links. Und wir bleiben links. Gut. Hier auch. Mit den Händen hier, hier oder hier. Jeder in seinem Level. Gut. Atmen aus. Und ein. Nochmal ein ausatmen. Und einatmen. Atmen aus. Und ein. Aus. Und ein. Sehr gut. Letztes Mal. Bleib hier. Wir kommen zurück in die Mitte. Gut. Alles gut bei euch? Okay. Wir gehen nach rechts nochmal. Und du gehst tief. Komm wieder hoch. Jetzt bleib deine Becken. Kipp das Becken nach vorne. Und wir heben nur den Unterschenkel hoch und tief. Hoch und tief. Macht weiter. Unterschenkel hoch und tief. Hoch. Wenn es bei dir das nicht geht, du kannst hier ein bisschen unterstützen und nach unten alleine. Nach oben ziehen, halten und nach unten allein. Oder du machst hier, wenn es geht. Jetzt bleib, setz deinen linken Fuß ab und wir öffnen nur den linken Knie und wir gehen wieder tief. Nochmal, öffne dein Knie und wieder tief. Let's go. Einatmen. Ausatmen.
Sehr gut. Gut, ihr Lieben. Läuft, oder? Okay. Wir kombinieren. Bleib hier. Wir gehen nach unten. Hoch. Heb deinen Unterschenkel hoch. Heb deine Knie hoch. Bring das Bein nach vorne. Überkreuzt das linke Bein hinter deine rechte Knie. Dreh den Oberkörper zu mir und bleib hier. Gut. Alles gut? Öffnet ein bisschen. Wird hier in die Länge nach oben. Zuerst und dann nach hinten. Gut, komm zurück. Deine linke Fuß wieder hoch. Lange Beine nach hinten. Und wieder hier absetzen. Dreh den Oberkörper zu mir. Einatmen und ausatmen. Komm hier nach unten tief. Gut. Komm wieder zurück. Nochmal. Oberkörper tief. Und hoch. Linke Beine heben. Knie. Beine gestreckt. Spannung. Überkreuzt. Nach hinten. Du bist erstmal lang nach oben. Und dann drehst du nach hinten. Gut. Sehr schön. Bleib hier. Beine wieder lang. Knie absetzen. Und zurück. Erheb deinen Arm nochmal hoch und atme aus hier. Gut. Und relax. Komm wieder zurück in die Mitte. Zuerst deine linke Knie und deine rechte. Jetzt tausch. Tief. Okay. Bleib hier unten. Und wieder relax. Jetzt halt das Becken, kippst du nach vorne und nach unten und wir heben nur den Unterschenkel. Hoch und tief. Hoch und tief. Wenn du willst, ein bisschen heben und wieder zurück. Sehr gut. Das ist eine Innenrotation hier. Ab und zurück. Achtung, bleib hier. Wenn du willst, zieh ein bisschen höher und lass langsam und stopp. Deine Fuß bleibt. Wir öffnen nur den rechten Knie und wieder zurück. Nochmal, rechte Knie öffnen und zurück. Sehr gut. Dein Becken macht jetzt eine Außenrotation. Sehr schön. Läuft. Wir machen uns nur warm, ne? Okay, bleibe hier. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Heb deinen Unterschenkel hoch, heb dein Knie und wir heben das Bein vor. Das rechte Bein, Spannung, und du setzt den hinten deine linke Knie. Komm hier, erstmal nach oben in die Länge und eine kleine Twist nach hinten. Wieder hier für den Oberkörper, diese Rotation für die Brustwirbelsäule. Sehr gut. Komm langsam zurück. Streck das Bein aus, Spannung, wieder Knie absetzen und zurück. Heb den Arm hoch, wir gehen ein bisschen hier seitlich. Du bist hier diagonal, deine Ellenbogen ist Richtung Ferse. Komm wieder zurück, jetzt wieder hier. Und wieder hoch. Gut, heb den Unterschenkel, Knie und nach vorne absetzen. Deine Fuß hinter deine Knie. Okay, nach oben und nach hinten lang. Und langsam zurück. Streck das Bein wieder aus. Komm langsam nach hinten. Bleib. Wir kommen zurück. Zuerst öffnen wir das äußere Bein. Und danach kommen wir zurück in die Mitte. Gut, bleib hier. Wir schwingen noch einmal nach rechts. Hoch. Und nach links. Jeder in seinem Level. Sehr schön. Okay. Bleib bitte hier und setz die Hände auf. So, ihr Lieben. Schon ein bisschen warm? Gut. Komm ein bisschen weit nach vorne hier. Deine Fußsohle ist komplett auf der Matte. Und du bist hier. Ja? Probier das Gewicht weit nach vorne zu verlagern und du bleibst mit den Fersen tief. Wenn du neu dabei bist oder wenn deine Beweglichkeit das nicht ermöglicht, bleibst du hier. Ja? Und du probierst hier diagonal zu gehen. Schau mal. Richtung 2 Uhr und Richtung 10 Uhr.
2, Mitte 10. Alles klar? Wenn für dich in Ordnung ist, bist du hier. Und du gehst nach Richtung 2 und Richtung 10. Richtung 2 und Richtung 10. Bleib hier. Jetzt kommst du nach vorne Richtung 12 und nach hinten Richtung 6. Wir probieren jetzt in alle Richtungen zu gehen, ja? Wie gesagt, wenn das für dich nicht möglich ist, bleib mit einer Hand vor und zurück und mach das hier. Aber setz die Ferse ab. Gut. Mach weiter, du kannst den Arm tauschen. Gut, jetzt wir gehen Richtung 3 Uhr und Richtung 9 Uhr. Ja, du bist nur hier seitlich und bewegst dich ein bisschen in alle Richtungen. Gut. Macht weiter. Jetzt wir gehen nach hinten diagonal. So, wir gehen hier Richtung 5 Uhr. Ja, und Richtung 7 Uhr. Gut. Wenn das gar nichts geht für dich, darfst du hier sein und hier das Gewicht Richtung 7 Uhr verlagern. Jeder in seine Level. Jetzt mach das für dich hier. Ciao. Geht mal Side to Side, diagonal, nach hinten und nach vorne. Alles gut? Okay, dann bleib hier. Wir starten langsam unsere erste Übung. Du kommst hier, wir gehen nach oben hoch, langsam. Bleib. Wir gehen, öffne den rechten Arm, ausatmen wieder zurück. Der linke Seite und wieder zurück. Jetzt du kommst hier nach unten und du hebst die Arme hoch zur Decke. Heb die Ferse hoch, wird lang, schieb das Becken vor und setz die Ferse. Dreh die Handfläche nach außen und den Handrücken zueinander. Zieh deinen Bauch nach innen, mach dich rund, sehr gut, und roll dich zurück nach vorne. Sehr gut, komm hoch, jetzt du öffnest deine linke Arm nach außen und zurück. Deine rechte und zurück. Lass die Arme unten, komm hoch, dreh die Handfläche weg und heb deine Ferse hoch. Schieb das Becken nach vorne. Gut, mach dich rund, Bauch nach innen, dein Brustkorb geht nach innen, die Hand, Rücken zusammen und du setzt dich wieder tief. Alles gut? Gut, wir machen weiter. Du öffnest den Arm und du kommst hier mit den Ferse hoch. Und nochmal zurück. Atmen hier ein und aus. Denk, du hast riesige Flügel, ja, wie ein Adler. Und hier wirst du wieder klein. Nochmal ein und aus. Ein und aus. Sehr gut. Wir machen das alles von vorne. Komm hoch. Rechter Arm geht nach hinten und zurück. Ciao, linke Arm und zurück. Schwingen, hoch, Ferse auf den höchsten Punkt, das Becken nach vorne, deine Körper macht einen Bogen. Und jetzt wieder nach innen, deine Körper macht rund und wieder tief. Wir gehen hoch und du Hals. Und wieder zurück. Gut, wir gehen mit links hoch. Ausatmen und wieder zurück. Nochmal. Nach unten, einatmen, lang, hoch, 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 das Becken nach vorne, einen Bogen nach hinten und umgekehrt. Jetzt ein großer Adler und relax. Bravo. Ein bisschen wärmer. Gut, nächste Übung. Wir gehen nach vorne und unser Ziel ist es hier, einen Dreistand zu bekommen. Ich zeige euch. Wir gehen zuerst nach rechts, ja? Du kommst mit deinem linken Arm. Denk, hier ist ein X. Von da zu deinem Fuß und von deinem linken Fuß zu deiner rechten Seite. Und du gehst in diese X mit deinem linken Arm vor und zurück. Wir gehen mit dem rechten Arm vor. Hier, Bauch nach innen und zurück. Ready?
Schau. Einatmen. Bauch nach innen. Ausatmen. Ein. Und aus. Good. Dein Bauch ist aktiv. Nicht so, schau. Nicht so. Sondern hier. Bauch. Okay. Und wieder zurück. Nochmal, eine Runde noch, komm. Deine Knie zeigen nach unten, Bauch oben. Letztes Mal. Und wieder zurück. Good. Alles wieder gut? Sehr schön. Wir gehen jetzt hier weiter. Wir gehen nach rechts. Wir starten mit dem linken Arm. Du gehst in diese Dreistandposition. Hier, deine linke Hand mit deinem rechten Fuß. Halt, dein Bauch ist aktiv. Du kommst mit deinem linken Fuß unterdurch. Hier, deine Schulter bildet eine Linie mit deinem Handgelenk. Du gehst hoch. Komm dann langsam mit deinem rechten Arm zurück. Zieh deine linke Beine zurück und setz dich. Wir haben Zeit. Wir kommen in diese drei Stand wieder, diagonal, denk an diese X. Rechte Hand, linker Fuß. Bauch aktiv. Wir kommen mit den rechten Beinen unter durch. Schulter über den Handgelenk, hoch, left. Komm langsam zurück mit deiner linken Hand und zieh deinen rechten Fuß zurück in den Ausgangsposition, die wir waren. Wie geht's euch? Super. Jetzt komm hier und denk, du hast hier einen Fallenbogen. Du ziehst hier. Ja? Schau. Du ziehst hier lang und du kommst wieder zurück. Wechsel. Du ziehst den Fallenbogen und du schießt. Ready? Linke Hand. X-Position. Drei Stand. Komm mit deinem linken Bein unterdurch und du gehst hoch. Jetzt denk, wir ziehen hier diese Fallenbogen lang und schieß. Wir ziehen nochmal lang und schieß. Halt. Zieh deine linke Beine zurück und setz dich. Hammer. Geht's? X. Nochmal. Rechte Hand. Rechte Hand mit linker Fuß. Unterdurch, connect die Schulter hier, komm hoch. Zieh den Fallenbogen in der gleichen Linie nach oben und schieß. Ziehen und nochmal hoch. Alles gut? Halt. Du ziehst deinen rechten Fuß zurück. Wir haben jetzt zwei Stand. Du bringst zurück und wir setzen uns hier. Alles wieder gut? Okay. Wir machen alles von vorne. Bist du bereit? Gut, bleib hier. Wir kommen hoch. Mit dem rechten Arm öffnen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Komm tief. Schwingen. Hoch. Auf die Zehenspitzen. Das Becken nach vorne. Schaut diagonal hoch. Und wieder zurück. Umgekehrt, die Handrücken zusammen, mach dich rund. Gut, ihr Lieben, wir gehen diagonal rechts mit deinem linken Arm. Komm hier, große Bewegung, unter durch, die Schulter nicht hängen lassen, drück dich weg, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, zurück, halte hier, zwei Stand und wieder tief. Wir gehen hoch, linke Seite. Hoch, Ferse auf den höchsten Punkt, hier das Becken nach vorne und eine Bogen nach hinten. Umgekehrt, Bauch nach innen. Super, bleib. Jetzt den Adler, hopp. Und zurück. Wir gehen mit dem rechten Arm diagonal.
hier den X. Rechte Fuß rüber, Schulter weg, hoch. Popo anspannen. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch und bleib. Zwei Stand. Rechte Fuß zurück. Und wieder tief. Super, wir machen noch einmal von vorne. Bist du bereit? Here we go. Komm langsam hoch. Hol dich nach oben. Einatmen. Rechts. Ausatmen. Links. Und wieder. Loslassen. Einatmen. Auf die Zehenspitzen kommen. Auf den Fußball. Hoch, hoch. Das Becken nach vorne. Popo. Komm langsam zurück. Mach dich rund. Super. Den Adler. Halt. Ferse hoch. Und wieder zurück. Diagonal. Linke Hand. Gleiche Linie. Linke Hand. Rechte Fuß. Unterdurch. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Halt. Zurück. Zwei Stand. Und tief. Gut. Roll up. Start mit links. Einatmen. Ausatmen. Rechts. Ausatmen. Schwingen. Hoch. Fokus hier. Fußball. Das Becken nach vorne. Rund. Arm nach hinten wie einen Bogen. Jetzt langsam. Bauch nach innen. Gut. Adler. Spreiz die Finger. Und zurück. Bravo. Rechte Hand. Unterdurch. Hoch. Ausatmen tief. Einatmen. Ausatmen nochmal. Einatmen hoch. Komm langsam mit deinem rechten Fuß. Du hast zwei Stand. Wir bringen zurück. Und wir setzen uns wieder hier. Bravo. Das ist unser erster Teil gewesen. Alles gut bis jetzt? Gut. Ich bringe euch jetzt hier etwas separat ein. Okay? Komm nach hinten und setz dich. Bravo. Läuft alles? Gut. Von den Positionen gehen wir wieder nach vorne. Alles klar? Und wieder nach hinten. Nach vorne. Komm mit deinem rechten Arm nach hinten. Und zurück nach hinten. Nach vorne. Und mit deinem linken Arm. Nach vorne. Und halt. Gut. Du gehst jetzt hier mit deinem rechten Ellenbogen. Hältst du deine rechte Knie. Wir kommen mit dem linken Arm nach hinten. Und wir setzen uns nach hinten. Wir öffnen nur das linke Bein. Hier. Leichter Druck, ganz leicht. Hier, wird lang. Gut, öffne deine linke Beine mehr zur Seite. Gut, wir gehen jetzt hoch, einatmen, ausatmen tief. Einatmen hoch und halt. Jetzt, du gehst nach hinten. Eine kleine Rotation für den Oberkörper. Und wieder zurück. Alles wieder gut? Bleib in dieser Position. Deine linke Fuß geht in den Fußpoint. Deine rechte Fuß hebst du den Ferse hoch. Wir gehen nach oben in einen Bogen. Komm wieder zurück und relax. Hat geklappt? Nochmal. Öffnet mehr. Ein Atem hoch. Deine rechte Knie halt. Nochmal hier. Rotation. Der Brustwirbelsäule und wieder hoch. Komm tief, Fußpoint und hier Ferse hoch. Und langsam zurück. Bravo. Super. Komm langsam mit deinen linken Beinen zurück. Wir gehen wieder nach vorne. Wir machen wir das jetzt alles links. Gut, deine linke Ellenbogen, halte deine linke Knie. Wir setzen uns nach hinten. Öffne nur das rechte Bein hier zur Seite.
Jetzt halte deine Knie fest und einatmen hoch und ausatmen tief. Einatmen, jetzt ein bisschen nach hinten, Rotation und hoch. Bleib. Komm tief mit deinem linken Arm, rechter Fuß Point, linker Fuß Ferse hoch. Einatmen. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Rotation. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen. Ausatmen tief. Sehr gut. Komm wieder zurück. Und wieder hier. Drück dich wieder vor. So, ihr Lieben. Noch ein bisschen. Was? Wir machen noch eine weitere Bewegung. Ready? Komm nach hinten mit links und öffne deine linke Bein. Einatmen hoch. Fingerspitze zu Zehenspitzen. Halt. Rotation. Und hoch. Komm tief. Der Bogen. Und zurück. Bravo. Wir machen weiter. Von hier aus geht deine rechte Knie langsam nach außen und wir drehen wieder nach vorne. Diese Knie geht nach außen. Langsam dreht deine linke Knie auch zur Seite. Und wir sind hier in dieser Startposition, wo wir hatten. Du kommst nochmal auf rechts. Ausatmen. Einatmen. Du kennst den Übung. Heb deine Ferse hoch. Heb deine Knie. Twist. Hier. Alles wieder gut? Okay, halt hier. Jetzt lernen wir was Neues. Du kommst mit deinem rechten Arm nach hinten, mit deinem linken Arm hier. Du schaust nach hinten. Wir drehen, die Füße bleiben am Platz. Wir drehen, drehen, drehen. Linke Hand zum Boden, dreht mit der rechts. Und wir setzen uns wieder nach vorne tief. Schaffen wir das? Links. Super. Du kommst jetzt nochmal. Ja? Jetzt gehen wir langsam nach hinten. Und du lass hier deine linke Knie nach außen. Komm tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Rotation. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Lift. Ausatmen wieder tief. Halt. Jetzt kommt der zweite Teil. Hier. Du kommst mit deiner rechten, linken Knie tief, 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 tief. Wir drehen nach vorne. Und dann langsam mit deiner linken. Dann sind wir wieder in dieser Position. Einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Bleib. Heb deine Unterschenkel hoch. Heb deine Knie. Spannung in den Beinen. Und setz dich hier. Komm wieder zurück. Fährt lang nach hinten. Erstmal lang nach oben. Und twist nach hinten. Gut, ihr Lieben. Komm jetzt, wir tauschen den Arm. Deine linke Hand geht zur Boden. Deine rechte Hand hoch. Wir drehen, 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 drehen. Stopp. Wir gehen nach vorne. Und wir setzen uns wieder hier. Alles gut bei euch? So, ich bin gespannt, ob das alles geht. Bist du bereit? Machen wir noch einmal. Du bleibst hier mit rechts und du gehst nach hinten mit links. Lang. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Rotation. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Lift. Zurück. Hier langsam deine rechte Knie und langsam deine linke. Twist. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Hoch. Und rüber durch. Einatmen lang. Und komm langsam zurück. Rechte Hand. Linke Hand. Twist. Twist. Walk. 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 Setz dich tief.
Gut. Gut gemacht. Deine linke Knie hält. Wir gehen zurück nach hinten mit rechts. Wir strecken das rechte Bein. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Rotation. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Lift. Und zurück. Halt. Öffne deine linke Knie. Erst. Und dann rotierst du deine rechte. Hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen hoch. Ausatmen. Einatmen lang. Super. Ausatmen wieder zurück. Super. Komm langsam. Rechte Hand, linke Hand zum Boden. Rechte Hand hoch. Wir drehen. 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 Und wir setzen uns wieder nach vorne. Wie geht's euch? Alles gut? Komm langsam hoch. Und ich habe nur eine kleine Überraschung für euch. Gut. Bleib hier und öffne deine Basis. Du hast hier diese weite Stand. Die Beine ist ganz weit. Du verlagerst das Gewicht nach rechts, so lange wie es geht. Das ist die nächste Übung. Und der kommt zwischen den Teil 1 und den Teil 2. Teil 1 und 2 haben wir geübt. Das kommt jetzt zwischendurch. Weil der ein bisschen schwieriger ist. Bist du bereit? Jetzt, unser Ziel ist, länger zu bekommen. Linke Hand vor, rechte Hand nach hinten. Dreh deine Handfläche nach außen und öffne deinen Brustkorb. Unser Ziel ist es auch hier, die Faszien zu erreichen. Komm langsam zurück und wechsel. Rechte Hand, linker Arm Twist. Gut. Komm zurück in die Mitte. Öffnen. Und wir gehen tief. Alles klar? Das war's. Du startest jetzt auf die linke Seite. Deine rechte Hand geht hier. Linke Hand nach hinten. Tausch. Jetzt beide Arme cross. Öffnen. Und du gehst so tief wie möglich. Ready? Nochmal. Rechts. Wir sind auf der rechten Seite. Linke Hand. Einatmen. Lang. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, wenn möglich. Wenn du das nicht schaffst, komm langsam. Alles wieder gut? Und bleib hier. So, ihr Lieben, halte hier. Jetzt kommt unser Teil 2, weißt du noch? Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Rotation. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Lift. Und ausatmen. Halt. Rechte Knie öffnen. Twist. Hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen hoch. Ausatmen. Einatmen ist mal hoch, lang, twist. Gut. Dreh dich langsam nach hinten. Rechte Hand auf dem Boden, linke Hand hoch. Twist, 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 twist. Setz dich tief. Gut gemacht, komm hoch. Öffne die Beine. Alles okay bei euch? Wir üben noch einmal das hier. Gut. Die Beine sind offen. Ganz weit. Die Füße sind parallel zueinander. Das ist der nächste Information, die wichtig für dich ist. Fuß parallel. Gut. Wir starten jetzt mit links. Wir gehen nach links mit deiner rechten Hand. Öffnen. Zurück. Öffnen rechts. Ausatmen. Jetzt. Wir gehen tief. Jeder in seine Level. Level 1, Level 2, Level 3. Alles klar? Wir machen noch einmal. Nach rechts. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
Ausatmen. Level 1, Level 2, Level 3. Komm wieder hoch. Die letzte. Wir bleiben auf die linke Seite. Bist du bereit? Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Jetzt beide Arme. Hier in seine Level. Good. Halte hier und setz dich. Du weißt, was zu tun ist. Unsere Choreografie 2. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Rotation der Brustwirbelsäule. Einatmen. Ausatmen tief. Lift. Und wieder aus. Öffne deine linke Knie und drehe deine rechte. Super. Ah, die Matte rutscht sich ein bisschen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, heb deine Unterschenkel. Lift. Ausatmen. Einatmen. Gut. Und jetzt komm langsam zurück. Linke Hand zur Matte, rechte Hand hoch. Bauch anspannen, twist, 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 hinsetzen. Yes, das war unsere letzte Kombination. Jetzt fügen wir diese Bewegung dazu, zu dem ersten Teil. Bist du bereit? Wir starten hier. Okay, wir gehen mit rechts hoch, hol dich von unten. Rechter Arm öffnen. Ausatmen tief. Einatmen. Ausatmen tief. Lift. Ferse hoch. Lang, 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 lang. Bauch nach innen. Rotation, Innenrotation. Brustwirbelsäule nach innen. Und tief. Bravo. Linke Hand. Den X-Position mit drei Fuß, drei Stand. Komm mit deinem linken Fuß unter durch. Lift. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Jetzt bleib unten. Du kommst jetzt mit deinem linken Fuß zurück, aber dieses Mal lang. So lang, wie es geht. Und du hältst hier. Einatmen, Lift. Weißt du noch? Das ist unser Teil 3. Switch. Pose. Gut gemacht. Setz dich. Einatmen. Du hältst deine rechte Knie. Ausatmen. Einatmen. Thoracic. Einatmen. Ausatmen. Ein. Und aus. Gut. Rechte Knie. Innenrotation hier. Zurück. Ein. Aus. Heb deinen Fuß, Knie, cross, lang. Komm langsam. Rechter Arm zurück, linker Arm hoch. Twist, 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 hinsetzen. Easy. Bist du bereit für die linke Seite? Bleib hier. Bleib. Wir starten mit links. 4, 3, 2, roll up. Einatmen, linke Seite. Ausatmen. Einatmen, recht. Ausatmen, schwing. Einatmen, lift, Ferse hoch. Das Becken nach vorne. Das ist langsam, keine eilig. Jetzt Innenrotation. Vorbeugen. Super. X-Stand, 3-Stand, hier. Unterdurch, rechts, hochkommen. Hier den Fallenbogen. Ausatmen. Hand ziehen. Nochmal. Jetzt wir gehen nach unten und du hältst hier. Wir ziehen den rechten Fuß zurück. Halt.
und wir gehen den so lang, wie es geht, parallel zu deiner Linke. Gut. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Sehr gut. Hält. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, Rotation nach hinten. Einatmen. Ausatmen, tief. Lift. Einatmen. Ausatmen. Halt. Knie. Außenrotation. Hüfte, Innenrotation. Einatmen und ausatmen tief. Komm, einatmen hoch. Spannung. Absetzen. Und lang. Und nach hinten. Ihr Lieben, linke Hand nach hinten. Spann, rechte Hand. Twist, 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 twist. Und hinsetzen. Yes. Wie geht's euch? Seid ihr bereit? Gut. Trinkt kurz was und wir machen noch einmal von vorne. Einmal rechts, einmal links. Wenn du die Kombination kannst, kannst du zu Hause 3 Wiederholungen machen. 1 Wiederholung rechts, links, 2 rechts, links, wie du willst. Okay? Trinkt schnell was und wir machen jetzt eine Kombination. Die ganze Kombi von vorne. Let's go. So, bist du bereit? Am besten jetzt die ganze Kombi. Wir machen es mal mit rechts, ja? Die ganze Kombi komplett. Und danach machen wir Pause und die ganze Kombi links. Okay, komm erstmal nach unten in unsere Ausgangsposition. Bist du bereit? Okay, unser Teil 1. Es geht los. Roll up. Und ausatmen. Einatmen, lift. Ausatmen vor. Einatmen. Ausatmen tief. Schwingen. Einatmen hoch auf die Zehenspitzen, auf den Fußball. Komm ein bisschen weit nach hinten. Das Becken ein bisschen nach hinten. Jetzt Vorbeuge. Bauch nach innen. Die Handrücken zusammen. Bleib hier. Achtung. Unser Adler. Spreiz die Finger und relax. Linke Hand, 3 Stand, unter durch, lift. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Noch einmal zurück. Du kommst mit deinen linken Beinen so weit nach links, wie es geht. Lift, einatmen. Ausatmen. Links, einatmen. Halten. Rotation. Ausatmen. Komplett. Und bleib hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Rotation der Brustwirbelsäule. Einatmen und aus. Lift. Ausatmen zurück. Gut. Knie nach außen. Langsam Innenrotation. Lift ein. Ausatmen. Ein. Hoch. Lift nach oben und twist. Bist du bereit, das zu beenden? Linker Arm nach hinten. Komm hoch mit deinem linken Arm hoch. Twist. Setz dich tief. Und fertig. Super. Bist du bereit jetzt für deine linke Seite? Here we go. Letzte Runde. Atem tief ein und aus. Wieso bin nur ich außer Atem? So, ihr Lieben, let's go. Letzte Runde. Genieß es. Ja?
Roll up, Bauch nach innen. Super. Einatmen, linke Seite. Ausatmen. Rechte Seite, ein. Aus, wenn du willst. Schwing. Jetzt hoch, langsam. Lift, lift. Noch ein bisschen halten. Hüfte nach vorne schieben. Backbends, lang und langsam. Handrücken zueinander, Bauch nach innen, ein Vorbeugen. Gut, bleib hier. Open your chest. And release. Wir gehen mit dem rechten Arm, wir gehen nach links. One, stay here. Handgelenken unter den Schultern. Unter durch, bist du bereit? Jetzt nur zwei Stand. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch und halt. Wir rotieren nochmal und du hältst hier. Zwei Stand, das rechte Bein geht so weit, wie es geht. Und du liftst. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, tief. Gut. Setzen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Nach hinten. Einatmen. Ausatmen. Lift. Und zurück. Rotation. Zurück. Lift. Ausatmen. Einatmen. Spannung nach oben und nach hinten. Gut. Komm langsam zurück. Deine linke Hand geht zur Boden, deine rechte Hand hoch. Spann deinen Bauch. Twist. Twist. Nach vorne tief. Super. Von hier aus könnten wir jetzt weitermachen mit verschiedenen Kombination. Aber super. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wir hatten jetzt diese Mobility Flow Stunde. Das ist ein bisschen anderes, was ich normalerweise mit euch hier im Sportpark mache. Ne? Und meine Body Art Stunde. Aber da ist es irgendwann ist alles von einer zu anderen. Das verbindet sich alles. Okay? Vielen Dank. Und bis nächstes Mal. Ciao.